Ja? Der ist auch rüber. Oh, oh. Kleiner Hinkel. Wow, der Lampe. Wir haben blauer Ball. Die sind zwei auf der Welt hier. Ja. Hier fehlt einer! Erster Ball, Jana, komm!
Einer mitmachen! Ah, klar! Komm! Linie, Linie! Verpasst. Nee, überhaupt. Ach so, ich dachte, du bist jetzt erst. Das sieht so doll aus, ne? Bis jetzt. Ja, wir haben immer noch Nico weg, Marcel weg. Ja, Nico, Marcel, richtig.
Was sind denn die? Guck mal, guckst du denn hier? Unbestimmte Zeit. Und Marcel ist bis zum 23. weg. Und Sascha fällt ja auch noch eine Weile im Tor aus. So, dann ist Adel nicht da. Der hatte 5 Gelbe. Da wird es natürlich ein bisschen dünner. Ja, der Beste wird auch. Na gut, aber muss man sehen, wir sind ja immer noch bester Dritter von den ganzen Staffeln. Und die zwei besten Dritten steigen auch in den Zug. Verein zurückgezogen. Rückwärts! Rückwärts! Hast du eigentlich die Chance? Ne? Das ist besser, als wenn du hier mal für klare Verhältnisse hast. Du kannst nicht gewinnen. Klar, aber. Ich hab ja nicht gesagt, ich hab kurz mehr. Ich hab jetzt. Ich hab jetzt. Ich hab jetzt. Ich hab jetzt. Klar. Ja, dann merkst du für unser Stürmer hier und Mo, der ist auch noch nicht angekommen mit Laufwegen und so wie auch. Ne? Wir haben natürlich den Vorteil, dass die nächsten Wochen nicht so schlimm werden. Ne? Nächste Woche spielen wir gegen Chemie zu Hause. Danach haben wir auch irgend so ein leichtes Spiel. Also was heißt leicht? Leicht ist ja nie, aber zumindest in der Ausfallzeit jetzt, wo so viele fehlen, zumindest nicht international oder sowas. Das wäre tödlich. So, Wacker spielt in 2 Wochen gegen Internationale. Die Punkte sind dann wahrscheinlich auch weg. Und wenn sie bei ihnen nicht weg sind, dann sind sie bei Internationale weg. Ja. Das stört uns ja auch nicht. Ja, ja. Positiv im Gegensatz zu letzter Woche haben wir wenigstens ein Tor wieder. Ja, immer noch gerade. Ja, André, der letztes Mal drin war, hat ja auch anscheinend einen Muskelfall, aber das kriegt letzte Woche. Das heißt, fällt Fadi jetzt aus, haben wir gar keinen Tor. Noch nimmer den Ersatzmann vom Ersatzmann. Ja. Ja. Letzte Woche war ja auch die erste Halbzeit Katastrophe. Ja, und danach ist so. Das ist natürlich ein anderes Kaliber hier mit Wacker als Hürriyet. Wo ich gestern erstaunt war, ich war gestern bei Tokio im Schwur zuguckt. Ja? Die haben gestern gewonnen gegen Berliner TSC. 2-0. Die sind ohne Schluss. Ja, die spielen ja gegen Abstieg. Ja? Ja, Tokio hat 3 Punkte, nee, gestern 2 oder 3 Punkte zum Abstieg gehabt. Noch. Oh. Sie stehen auch jetzt kurz vorm Abstiegsplatz, schätze ich, nach dem Spieltag. Ja, vielleicht ein Scheißball. Ja. Ja, durch hier. Ich will umhauen. Ah. Ja. Sehr gut. Super gemacht. Super. Jetzt rennen. Sie will es ja auch da. Naja, Derby. Günther steht ja auch hier. Ja? Günther. Ja, Günther habe ich schon gesehen. Ja, vorne, ja. Ja, ist ja nicht so weit für ein Auswärtsspiel. Nö.
Ja, aber hinten stehen die auch nicht gerade so sicher, ne? Nee. Das ist auch viel. Naja, die müssen erstmal sich hier ein bisschen rumbrennen, lass mal ein bisschen ablaufen. Hm. Ich bin hier wacker. Hinten ist das auch eine Dolle. Nee, ist auch nicht so dolle. Ich hab's jetzt haben sie nicht viel zu tun, ja. Ja. Ja, aber hier der Trainer von Türkei und hier Roland, der meinte auch so, bei ihm ist halt wahrscheinlich, der hat ja das Ziel ausgegeben, die wollen im Mittelfeld stehen. Ja, so. Ja, und dann kam keiner mehr zum Training. So, ja. Das schafft man ja. So, und jetzt? Also, was ist keiner mehr, aber so eine Trainingsmoral wie bei unseren Senioren. Ja, und vor allem jetzt, wo es um Abstieg geht, sind es wieder alle da und machen. Wobei ich denke, hätten die so gespielt die letzte Saison, ne? Dann hätten die auch im Aufstieg in ihrer Staffel mitspielen können. So dolle ist es da nämlich, ne? Was da spielt. Und Berlin hat TSC, war ich gestern noch Vierter oder Fünfter in der Staffel. Ja, die spielen eigentlich gut. Hatten gestern keine Chance, 2-0 verloren. Halt die Gänge sind hier, halt! Musstest du Eintritt zahlen hier? Zwei? Vorhin haben sie noch drei kassiert. Ja, ach so. Ich hab das mal ganz probiert und den Rennen gelernt. Ich hab's gar nicht für voll genommen, sondern hast hier nachgekommen. Ja, so bezahlt, weißt du was? Na okay, wo ich hier rein bin, hat irgendjemand was gerufen. Aber ich dachte gar, es geht um mich. Vor was Job. Das letzte Mal, wo ich bezahlt habe, war glaube ich vor 4 Jahren, wo ich gegen Kroatien gespielt habe. gegen Kroatien, gegen Serbia. Da oben. Ah, ja. Ja. Dieser merkwürdige Platz. Wurde von den Kabinen schon durchgeschwitzt, was wenn noch ein Platz angekommen ist. Ich weiß nicht, ich bin da reingegangen und hab die gefragt, bei den Kabinen, wo der Platz ist, wo die spielen. Also bist du mit Auto oder zu Fuß? Also, nee, der ist eigentlich als Schiedsrichter, ist der ganz gut. Den hatten wir schon mal beim Freundschaftsspiel. Jetzt probier mal, Junge, komm! Im Gegensatz zu gestern. Ja. Gestern war es schon eher zu warm teilweise in der Sonne. Ah,
Irgendwie habe ich das Gefühl, uns fehlt so ein Stück Mittelfeld. Ja, das ist, ja, weil es ist hinten drin drücken lassen. Ja. Er bräuchte jemanden wie Ricardo. Der die Bälle reinzieht. Was ist denn da mit Ricardo los? Ach, du weißt doch, was mit Ricardo ist. Die halbe Saison ist fertig. So wie Klinke. Klinke kommt mal und dann ist er weg. So. Und dann wirst du nicht was, dann ist er wieder verletzt oder irgendwann kann er wieder. Na, wo ich immer erstaunt bin, ist, dass dann alle auf einmal sagen, huch, wie konnte das denn? Ja. Damit haben wir gar nicht gerechnet. Habt ihr nicht genau gesehen? Habt ihr schon gesagt, wo die Innenspinne da? War halt kurz mit zwei. Ist doch so ein bisschen, na, von hier schräg auch schwer zu erkennen. Ist so schwer, das ist so genau hier stehen, dass du genau gucken kannst. Ich habe auch, der eine Schiedsrichter schreibt ja ständig, wenn ich seine Spiele da mitfilme, ob er das nehmen kann für seine Auswertung. Und der hat ja auch gesagt, das ist ja auch ganz schwierig, wenn du niemanden an der Linie hast, dann kannst du nur denen, die da stehen, nicht unbedingt vertrauen. Ne? Weil jeder hat ja seine Mannschaft. Und ich meine, doch, du musst da einfach nach Gefühl entscheiden, ob es richtig oder falsch ist. Ja? Naja, vor allem, du stehst ja nicht günstig dazu. Du siehst ja auch links den, der den Pass schießen, der andere, genau, der im Abseil steht. Das muss kaputt. Er war in Ordnung. Ja, der hat halt auch seine Leute an der Linie. Auf die er es schieben, kann man es vielleicht. So ein Stück angeblich, das haben sie gesehen. Ja, gut. Man muss nicht tun. Ja, das sieht doch gut aus. Weiter hier! Jetzt die Frage, was passiert. Jetzt warten wir nochmal ab und macht's. Sehr schön, Jungs! Aber die haben ja später angefangen irgendwie. 10 Minuten, ja. So, ich habe ja hier 24 Minuten haben wir gespielt. Das wären natürlich richtige Big Points hier, wenn wir die holen würden. Ja. Dann wären wir 9 Punkte weg. Und vor allem, wenn du siehst, was bei uns fehlt. Ja. Naja, ein Foul war es dann ja auch, ne? Ja, ja, schon. Und weg da, weg da! Und bei zwei genauso eine Foul auf der Seite! Ich dachte, heute steht hier Wetter im Tor.
früher, wie im Hinspiel. Ja. Aber, nee, ich hab den noch gar nicht gesehen. Das ist die Kette noch unten, weil der zweite noch dabei war. Nee. Der zweite war auch nicht dabei. Der ist ja auch immer so verletzungsanfällig gewesen. Ist, ja. Weil er, ja. Zwar, ich habe einen Umzug gemacht, ich habe dies gemacht, ich habe das gemacht. Schade. Wir sind jetzt bei dir. War abseits. Ja, halt. Ja. Ich hab nur keine Abseits gesehen. Nee. Ich hab's. Vielleicht siehst du das durch die Kamera auch besser jetzt. So. Ja, also ich hab's direkt gesehen, dass es abseits war. Andererseits natürlich wäre er erstmal gegangen, wäre wieder ein paar Minuten weg. Ein paar Sekunden. Ja, und wenn er nicht pfeift, ja. Dann schreien viele Grüne. Aber. Ja, wenn du mit 1 zur Halbzeit gehen, das war gut. Schon ein paar Farben. Ja, das wäre gesagt richtig wichtig. Ja. Zumal ich glaube, Beşiktaş spielt gegen den ersten oder zweiten. Die werden dann auf jeden Fall entweder auch weg oder oben würden Punkte fallen. Das ist schon eine Bereicherung für uns. Ja, natürlich. Vom Alter her könnte auch noch ein bisschen bleiben. Das ist zwar schon 33, aber. Ja. Hauptsache, er ist fit. Ja. Muni hat dieser Aufenthalt in der höheren Liga ganz gut getan, ne? Wem? Muni, im Sechser, der jetzt wieder zurückgekommen ist. Also ich fand den vorher. Kann ich den nicht so. Ach doch, ich fand ihn gut immer. Nee, aber nicht so wie jetzt. Nicht so präsent. Nee, der Oberliga macht. Berlin-Liga macht ja. Wenn du da mal so ein halbes Jahr spielst, ja. Ist doch ein bisschen was anderes. Nee, das ist gut. Ja, nee, der war vorher auch gut, aber ich finde, er hat sich noch auf jeden Fall ein Stück verbessert. Ich habe nie Trainer gehabt.
Sehr gut. Bei Jule kommt doch nur noch nichts zurecht. Ja, bei Jule ist irgendwie entweder Licht oder Schatten. Was dazwischen gibt es bei ihm nicht. Entweder läuft das Spiel richtig gut oder richtig schlecht. Ja, aber teilweise hat er Spiele abgeliefert in der Hinrunde. Da hast du echt gedacht, wow. Ja, ist schon gut. Bloß die Tagesform ist halt manchmal. Das ist halt auch eine Kunst, so eine konstante Form aufrecht zu erhalten, wo du sagst, du spielst immer so wie Nico zum Beispiel. Der ist ja wirklich jedes Spiel da noch. Oder ja, gut, aber ist ein Thema zum Beispiel auch jedes Spiel konstant. Kommt ja jetzt weiter, komm! Wenn du hinten drinnen, wenn er damit Aue ein bisschen spielt, kannst du dir vier Rennereien ersparen. Das ist natürlich auch nur Augen spielen. Das ist ja schon so ein bisschen eher. Das ist ja einfach. Ich sag dir, dann würde ich dir alle der ist noch fast auf sich allein gestellt. Und dann die direkt das wird noch eine Weile so sein. Ja, ja. Am 23. Ja. Ja, er ist in Finnland jetzt. Von der Arbeit her. Ja, ja. Das ist schlecht. Da schon was. Ich sag mal, eigentlich sind die alle ziemlich. Ich finde ja manchmal ganz schöne Waffeldinger macht das Bein machen. Ja. Da der 5. Ist der neu? Nee, der hat schon im Pokal von mit der 2. gespielt. Ja, der ist schon letzte Woche war auch dabei. Jetzt aber macht seine Sachen, manchmal solche Dinger drin, wo du sagst, das machst du nicht gegen jeden Gegner ungestraft. Das, wenn du ihn noch wieder hast, kannst du ja. Da musst du ausprobieren. Das ist jetzt nicht mehr passt. Diago! Ja, gut, aber geht's jetzt wieder bei heute. Seit langem mal wieder. Der hat ja schon ewig nicht mehr auf dem Platz gestanden. Augen haben wir gar nicht. Guck mal, sie sind kein Freund. Augen haben wir gar nicht. Das ist immer blöd, wenn wir noch viel. Das macht ja keiner. Ja. Hauptsache gewonnen. In die Räume, Lukas, komm! Tobi macht das gut.
Vor allem, der ist auch hinter jedem Ball her. Ne? Ja. Rennt und rennt und rennt. Ja, komm! Alle! Auf Bewegung in die Räume! Wo mitmachen! Ja, ihr weiter! Für die erste Hälfte gewesen. Ja, jetzt sagen wir uns nach der Anfangsphase mit klareren Chancen haben wir. Ja, das ist gut.
Dass Jule gegen den Kopfball der L gewinnt, ist natürlich auch cool. Ja, wende, wir wenden mal, was denn? Schiede, Schiede, Junge, was machst du, wende? Spiel!
Genau vorm Tor. Julien! Julien! Danke. Komm!
muss doch nicht sein. Weiter! Jana!
gefährlich hier, so unten, wenn der Ball. Geht miteinander! Nein! Was los? Niklas, wie ein Mann! Ach, Mann. Mann. Dieser Ballverlust gerade, das war so. Ja, das sind die Dinge, ne? Weiter geht's! Gut, Tempo aufnehmen! Schau doch enger! Enger hier zentral! Nochmal! Nochmal hoch! Weiter, Mann! Jawohl! Komm! Geordnet hinstellen, nicht alle auf den Haufen, geordnet! Marki, du musst jemanden nehmen! Guck mal, Pascal! Mach mit! Zentral, neben dir, Cookie, komm! Okay, ja! Jetzt wieder anfangen zur ersten Hälfte, bloß ein Tor. Niklas, mitten! Und in die Räume, guck mal! Julian! Scheine! War doch gut! War gut gespielt! Hier, rückwärts! Hey! Rückwärts hier! Guck mal, zentral, enger! Ja, er muss ruhen, komm! Hier, hallo! Kommentar könnte ich sparen, ja, ich hab einen Kopf. Ja, der ist gerade beim Schiri. Ja, wegen der Abseits hat er immer angeflogen. Hinter dir! Alles gut, komm weiter, mach das so, komm!
Scheiße. Ja, ich sag mal, das Foul war auch rotwürdig. Ja? Den ausgestreckten Fuß aus dem Gesicht. Aber ja, danach ist geschützt. Das könnte auch eine rote Kugel sein. Von draußen, die es noch richtig heiß machen. Ne? Wo ich das ja ganz schön finde, ist bei der ersten von Blau-Weiß. Da ist ein Gepöbel. Ja, du hast dich so vor einer Halt. Vorhin hat er die zweite von Blau-Weiß gespielt, die wir letztes Jahr in der Staffel hatten, gegen die zweite von Wacker. Der ist da schon wieder in seinem Film, da, wenn ich den keine Zeichensprache geben, der sieht das nicht. Ja, der hast du doch gesagt. Niklas, komm! Spiel nicht mit! Komm! Kein Foul! Kein Foul! Komm! Kein Foul! Weiß doch! Komm! Wofür? Hey! Was denn? Komm weiter, das war's! Ja, das habe ich auch nicht so gesehen. Das habe ich auch nicht so gesehen. Sind Bede reingegangen? Bede, ja, Bede. Ja. Und einer rutscht halt weg. Ja. Ich habe noch einen Ball.
Das erste genommen. Ja. Drin war, oder? Das zweite, aber der hat das vorher also gezogen. Wenn er nicht mal drin war. Ja, ein Tor. Aber der hat das erste gepfiffen, wo er Vorteil gegeben hat vorher. Ja. Das wäre eigentlich so ein Barkyball. Ja, das war das vorher, ne? Ja. Ja, ich wollte hier helfen lassen. So, hey, ich wollte auch ein bisschen hier. Tja. Ja, vorne haben sie auch keinen. Also, sagen wir ausgleichende Gerechtigkeit, ja. Weiter, komm! Hey, Unser! Hey, hey! Da war die deutlich besser als die Ausführung. Ich hätte aus der Entfernung den Kopf geschossen. Vielleicht noch flach unter der Mauer durch. Oh Mann. Bleib im Rückraum, Niklas! Aber mit
Mit Momo und Barkley vorne sieht das schon besser aus. Schade. Kick hat das spielen, Ruhe! Hintermann! Und jetzt! Männer, Mann, als wenn ich aus Brasilien komme, ne? Immer diese Lupfer, die da. Sehr gut. Wenn hinten Nico da wäre und vorne noch Schröder, dann wäre es auch ganz anders zu spielen. Ne? Oder schon der Heide auf der Außenbahn. Nach Hause! Immer alleine, Momo, ihr seid! Was ist denn noch los? Komm mal hier! Und geh durch, komm! Ena, geh durch! Ja, Fadi ist kein schlechter. Gib mal niemand mehr Pass. Geh mal Ja, die Frage ist natürlich, ob die sich jetzt erstmal totrennen und vielleicht dann noch einbrechen kurz vor Schluss. Weil ich gerade sage, kann natürlich passieren, weil jetzt sind wir richtig Gas. Ja, wir stehen ja bloß da drin. Kannst du nämlich nicht mehr. Und dann haben wir vielleicht dieses eine Ding. Und trotzdem. Komm, ohne Ball, Tempo! Spiel die Bälle, ist besser, komm! Aus! Hey,
dieses ganze Rummeckern die ganze Zeit. Also ich finde, der Schiri macht das doch nicht so schlecht, was er da macht. Macht ein paar Fehler, aber gut. Macht halt da und da. Ja, das ist schon mal so. Ich finde, das hätte man viel schlechter treffen können, wenn Schiedsrichter. Das ist so. Das ist so. Ja, vor allem wenn der irgendwann die Schnauze voll hat und sagt, weißt du was, diesmal... Oh, den hat er gut rausgeholt. Oh, und Fadi ist verletzt. Wir haben noch nimmer. Noch mal ein Feldspieler, der reinkommt. Das ist sehr verrückt. Und der ist schon Platz, muss da uns Tontauben schießen hier. Das geht auch auf den. Baki geht raus. Und früher aber. Kommt das andere Momo rein? Hm? Ja, das kommt nicht abgezählt. Aber die hat erst eingewechselt. Ja, na, Bati ist halt. Ja, aber so eine Fehler darf ich mal nicht erinnern. Ich kann doch den nicht bringen. Ich meine, Größe, was der kann. Ne? Der ist nun mal nicht einer der Verletzten, wissen wir mal. Ja, aber Bati ist ein Torschütze. Ja. Ich glaube, darauf hat er spekuliert. Ja. Und jetzt brauchen wir hinten jemanden, der dicht hält. Sagen wir mal, Bati ist nicht der Aufbauspieler. Er ist eher der, ich krieg den Ball da mal drauf. Ja, er ist ein Brecher, Mann. Ja, ja, der ist gut, ja. Das ist die Scheiße. Ah, hier, wenn du siehst, Fadi humpelt. Ah ja. Was willst du machen? Ja. Wenn der jetzt natürlich noch für die nächsten Spiele ausfällt, ja, dann... Das sind schon mal... Jana! Jana, jetzt schön! Konzentrieren, einfache Bälle und dann ist Ruhe. Ja, ja. Was dann nimmt er den raus und bringt den anderen? Er hätte da hier mal irgendwann schon die Entschuldigung geschnitten. Das kann er ja nicht. Eine Sechser. Das haben wir die auch schon wieder. Komm, Spieler. Weiter, weiter, weiter. Auf, auf, auf. Jude. Bitte, bitte, bitte. Das sieht nicht gut aus dabei, Fadi. Ja, ich sehe schon. Ich hätte abgewartet, erstmal was los ist. Ja, hast du behandeln lassen. Ja, noch nicht erstmal jetzt weg, sind wir zurück. Torhüter darfst du ja auch im Feld behandeln. Ja. Das klingt für den Janisch. Das sehen die jetzt, hauen sie was noch, wenn sie bald kriegen. Ja, ja. Was sehen die da ran schon? Die ersten Bälle werden gewonnen. So, guck mal. Oh, hoch, 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 Oh!
Nur Jengis! Nur Jengis! Die anderen stellen zu! Die anderen stellen zu! Schneller rückwärts im Dauerlauf! Ruhe, Ruhe! Ruhe! Köse ist! Cookie, Köse! Cookie! Rückwärts! Rückwärts, Dauerlauf! Ordnung! Hier! Hier, enger bitte! Niklas, enger zentral! Kannst du bloß noch hoffen, dass er nächste Woche wieder fit ist. An, über die Außen! Oh, Langfuchs hat jetzt ihn verdient gewonnen. Der fährt dabei im letzten Jahr, hat sie jetzt geklaut. Sieht da jetzt ein paar Dinger hier ab. Also, da ja. Kann man nicht, das ist gar nicht mehr. Mama, komm, jawohl. Aber jetzt kannst du im Prinzip auch die letzten 5 Minuten alles nach vorne schmeißen, was du hast. Dann sehen wir. Ja, verlieren ist irgendwie sowieso das Wahrscheinlichste. Die Rückrunde hat ja erstmal angefangen. Ja. Wir werden auch noch Niederlagen einstecken müssen. Bernie, komm, ja. Guck mal hier! Das ist ein Leben und ein Gehen. Hey, Bernie! Nein! Hallo! Bleiben! Der den reingebracht hat, wieder raus. Ja, was soll denn das? Na, der ist defensiv. Da wollte er sich nicht anhalten. Das ist ja, also diese großen Einsätze kann ich jetzt nicht richtig nachvollziehen. Oh, Scheiße. Erstmal wieder! Zentral, guck mal! Ja,
komm, 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 nicht annehmen lassen, nicht annehmen lassen. Schade, war, hat viel gefehlt. Kick doch mal rein, Jude! Ruhe hier, komm, Männer, ordnen, gucken! Ey, da hinten, hey! Hier! Lass mich halt machen! Ey, rein! Hallo, alle vor. Scheiß doch drauf. So, jetzt alles vorne reinstellen und dann Ball rein und gucken. Einer hinten zum Absichern vielleicht noch. Vorbei. Ey, der andere haut mit dem Kopf da rein. Ja, ja, der letzte ist schon nicht. Jetzt guckt er ja ein bisschen durcheinander. Ja, jetzt ist die Partie ein bisschen weg für ihn. Schießt nicht. Hat er ihn gefüßelt zuerst. Er ist halt so viel da. Niklas! Ja, aber
Ja, 3 Sekunden. Das ist ja auch nicht mehr zusammen bei uns. Bei uns. Der pfeift jetzt ab nach dem Abstoß. Ja. So. Das